sind wir wieder im Wald und auf der Wiese. Und zwar heute nochmal auf dieser großen Wiese. Denn die muss ich ja jetzt endlich irgendwann mal fertig machen. Herrlichstes Wetter wieder. Vorfrühling, frühlingshafte Temperaturen. Wir haben über 10 Grad. Frühlingsboten. Naja, Schneeglöckchen halt. Ich bin guter Dinge, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Muss ich nicht allein rumtapern, schon mal die halbe Miete. Ja, bis zum ersten Fund. So, hier haben wir den allerersten Fund. Ein sehr schöner handgeschmiedeter Nagel. Vor allen Dingen in einer Wahnsinnstiefe. Schaut mal. Ja, also, um euch das mal am Pinpointer zu zeigen, der verschwindet gänzlich im Loch. Nun gut, das gehört dazu. Kann man nichts machen, ist halt so. So, und hier war ein 80er-Signal. Wollen wir noch mal schauen. Ja, da tut er. Da muss es drin stecken. Egal was es ist aus Metall. So viel ist klar. Ah, hier schaut, ich sehe schon, schöne Patina. Da. Aber ich denke auch in diesem Fall eine Patronenhülse. Nein. Wieder mal ein BMG-Geschoss. Oh, diesmal mit silberner Spitze. Ich verbuddel das jetzt dreimal so tief, wie ich es gefunden habe. Der Wald gab heute nichts her, leider, bis auf das eine Geschoss. Dafür gehe ich jetzt wieder auf die Wiese, ihr kennt sie ja schon, und schau mal, ob sich was tut, ob wir was finden. Denn es ist ja noch eine ganze Menge zu sondeln. Da ist sie, die Wiese. Und nun gut, ich hoffe, dass wir was Schönes finden, damit ich euch schöne Funde zeigen kann und das Video dadurch auch etwas spannender gestalten kann. Gut, jetzt gehen wir auf die Wiese. Schauen wir mal, was da ist. Na super, der erste Fund auf der Wiese. Irgendein Eisenstab. Wahrscheinlich von einer Art Heuwender. Trot Trash Abfall. Hier im Plug, hier im Aushub muss es sein. Aber wo, da ist es, da steckt's, schaut, etwas Rundes, jau, eine Münze, aber Zinki lässt grüßen wie so oft. Und gerade habe ich noch ein paar Vogelfedern gefunden, wo wieder mal ja, ein Vogel sein Leben lassen musste und kennt mich ja. Ich bin der Oberkasper und habe mir gleich die Federn zu eigen gemacht und spiele jetzt hier den Sondelindianer. Das Loch ist ausgehoben. Der Fund ist noch drin, man hört's.
Dann wollen wir mal schauen. Es ist noch drin. Da ist es, oder? Oder ist es nur ein Stein? Denn Steine hat's. Ah, da ist es, schaut. Steine, Entschuldigung, Steine hat es hier auch wie Sand am Meer. Da, glaube ich, ist es. Könnt ihr es sehen? Oh, oh. Ich glaube, oh, es ist ziemlich groß. Da ist es. Ah, da haben wir es. Tja, oh, ein Stück, ich glaube, von einer Schlitzrose. Ja, ich denke mal, eine Pferdebronze. Ja, sieht so aus. Ein Teil von einer Pferdebronze, von einer sogenannten Schlitzrose. Leider wieder nur ein Bruchstück, wie meistens, aber hier auch noch schön verziert. Na, immerhin, da will ich mal nicht meckern. Hier latscht eine Ameise über meinen Handschuh. Ohne zu fragen, düst sie hier rum, weiß nicht, was los ist. Ist leicht hoch, nicht in Ärmel bitte. Danke. Ja, wie gesagt, immerhin ein Stück von einer Schlitzrose dürfte sich um Bronze handeln. Und hier nimmt der Regenwurm Reis aus. Aber er wird wohl nicht schneller sein als ich. Noch nicht. So alt bin ich auch noch nicht. Werfen wir ihn zurück in den Untergrund. Da wird er sich wohl am wohlsten fühlen und sagen Tschüss. Und auch hier ist es schon draußen, ist der Fund schon draußen. Ja, hier muss er drin sein. Aber, ah, hier schaut, da haben wir sie, eine Musketenkugel. Sehr schön rund. Na, da bin ich ja heute auf der Wiese besser bedient als im Wald. Das kommt eigentlich auch selten vor, denn im Wald mache ich sonst immer sehr schöne Funde. Aber eine Musketenkugel ist doch toll, Mensch. Klasse. Freunde, und hier ein 80er Signal, 81, 79, 82, 74, 82, ja, da schauen wir auf alle Fälle mal, circa 10 cm tief. Zumindest behauptet das der ATPRO. Also hier im Plug sieht man schon etwas Rundes. Oh je, ich hab's schon gefunden. Da ist es. Aber doch, es ist, glaube ich, ein schöner Fund. Ich glaube, es ist eine Messerzwinge. Sieht so aus. Das wäre ja toll. Habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden.
Ja, sieht ganz so aus wie eine Messerzwinge aus Bronze. Na, heute verwöhnt mich die Wiese wieder. Egal, hier ein schöner Fund, eine Messerzwinge aus Bronze. Klasse, da freue ich mich und will nicht meckern. Oh, runterfällt. Ein Stück Eisen. Ein Stück Kupferdraht, ein Stück Schlauch mit einem Kupferrohr innen drin, eine Patronenhülse, ein Bombensplitter, eine Patronenhülse, nur Aluminiumschrott, Staniolpapierscheiß, Trecker-Trash. Hier haben wir ein altes Scharnierteil, ich denke mal von einer Tür und mit Sicherheit antik, leider nur ein Bruchstück. Aber ganz sicher sehr, sehr alt. Naja, ich nehme es auf alle Fälle mit, das ist klar. Ich werde es meinem Landwirt zeigen. Er wird es vermutlich nicht wollen und dann werden wir es entsorgen. So Freunde, das wird jetzt der letzte Fund. Ich habe ihn ausgegraben. Da muss er drin sein, in diesem Klumpen. Oh, hier, schaut. Da ist er drin. Man sieht es auch leicht glänzen. Ich tippe auf einen Knopf. Und jau, aber leider nur ein Fragment, so wie ich sehe. Ja, ein Fragment. Das heißt, ein Stück ist abgebrochen. Die Öse fehlt gänzlich. Egal. Ja, die Öse fehlt. Vollkommen wurscht. Ein schöner Uniformknopf. Leider etwas, wie gesagt, kaputt. Aber mich freut es trotzdem. Ja, das war der letzte Fund. Jetzt packe ich zusammen, gehe zum Wagen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, liebe Freunde, das war es schon wieder mal. Ist auch immer der gleiche Abspann, ich weiß es. Wäre natürlich schön, mal im Freibad zu sondeln, dass man mal eine andere Kulisse hat für den Abspann vielleicht. Aber ganz ehrlich, so ist es mir am liebsten. Im Wald, auf der Wiese, wenn es geht, auf dem Acker. Aber nicht so gern, weil es eben so langweilig ist. Wiese ist ja schon sehr anstrengend eigentlich. Am liebsten bin ich im Wald unterwegs. Aber da muss man dann auch immer sehen, dass man Genehmigungen kriegt, dass die Waldbesitzer Bescheid wissen. Und ich muss mich jetzt auch wieder um neue Genehmigungen kümmern. Die Wiese übrigens, die bleibt mir treu, auf der wir eben waren. Da werde ich noch ein paar Mal raufgehen und ihr werdet mit dabei sein. Heute habe ich wieder leider Gottes die große Spule vergessen. Entschuldigung, Clemens. Aber ich bin die einfach nicht gewohnt, weil ich immer mit der normalen Spule unterwegs war. Aber beim nächsten Mal werde ich sie mit Sicherheit mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was mit der großen geht. Euch, liebe Freunde, wünsche ich eine schöne kommende Woche. Positive Ergebnisse im Job und in der Schule. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich nächste Woche wieder begleiten würdet, wenn es heißt mit Sandy Andi unterwegs. Macht's gut. Tschüss. Ciao.